Hi Leute, wir stellen euch heute den von Flex zur Verfügung gestellten Akkuschlagschrauber vor. Also was schon mal echt cool ist, das ist hier eine Sortimo-Box. Also das ist richtig gutes, stabiles Plastik. Kann man auch stapeln, das Ganze. Dann kommen wir mal zu dem Schlagschrauber. Also das ist ein 18-Volt-System mit 2,5 Amperestunden Akkus. Hier was ganz geil ist mit Ladestandsanzeige. Hier kann man den Drehmoment einstellen. Also die erste Stufe sind 150 Newtonmeter. 180 und 250 Newtonmeter. Gesamtlösemoment hat man auch 250 Newtonmeter. Mit Beleuchtung sogar, wenn du drauf drückst. Dann hast du die Beleuchtung. Hier auch noch mit Haken, sag ich mal, dass man sich seinen Gürtel schnallen kann oder wie auch immer. Ja, damit er immer einsatzbereit ist. Hier da hast du das Ladegerät. So. Schaut sehr. So. Also die Akkuladezeit sind circa 40 Minuten. Ein Akku hält circa 8 Stunden, sag ich mal, im normalen Betrieb. Natürlich in der Reifenwechselsaison braucht man mindestens 2 Akkus, sag ich mal, pro Tag. Ja. Genau. Ist halt ein bisschen groß und eignet sich nicht direkt auf dem Kasten stehen zu haben. Ich würde dann einen separaten Platz oder sowas einbauen, dass du halt den Akku da immer aufladen kannst. Dann an sich ist er echt cool. Also für die normalen Arbeiten reicht er super. Räder lösen bei einem Ducato oder sowas funktioniert tadellos. Wo es problematisch wird, ist echt bei rostiger Scheiße. Also wenn das wirklich alles festgerostet ist wie sonst noch was, da kommt der Schlagschrauber halt wirklich an seine Grenzen. Ist aber mit angegebenem Drehmoment von 250 Newtonmeter zu erwarten gewesen. Also da haben wir uns nichts, also das sind wir schon davon ausgegangen. Allerdings so, der hat 1,5 Kilo Gewicht mit einem Akku. Also du kannst mit dem wirklich spazieren gehen und schnell mal deinen Reifen wechseln draußen oder kannst den Lehrling rausschicken mit Wagenheber, dass er selber mal die Reifen wechselt oder sowas. Dann, ja, oder für einen Pannendienst ist er auch super gut geeignet, weil er halt wirklich kleines, handliches und auch für die normalen Sachen halt super, super funktioniert. Wie gesagt, ein komplett, also dass du einen Luftschlagschrauber weglassen kannst, das ist mit dem noch nicht möglich. Allerdings finde ich, ist es ein super Gimmick, dass man in der Werkstatt auch noch kaufen kann, also was man für die Werkstatt auf jeden Fall haben kann. Und man muss sagen, also das Ganze, wenn man es auch mit sag ich mal, anderen Herstellern vergleicht, ist halt hier wirklich die Qualität super. Ich meine, die ganzen Schrauben, alles, die Spaltmaße, wie er sich anfühlt, das Plastik, das ist einfach wertig. Sag ich mal, damit kann man arbeiten und das Wichtigste ist einfach, dass man ein vernünftiges Werkzeug hat, weil sonst bringt es nichts. Ja. Gut. Dann danke fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, knallt immer die Scheiße richtig fest. Oh yeah. Und ich sage auch nochmal, ich bin der Kameramann mit meinem super geilen Handy, weil wir haben ja bestes Equipment hier. Und beste Beleuchtung.